Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, ich habe im letzten Video gesagt, Multithreading läuft quasi gleich, wie ich es euch schon in Java gezeigt habe. Das ist auch soweit fast richtig. Es gibt nur eine Sache, und zwar, wenn man Informationen von den Threads haben möchte, also ähnlich wie bei dem Service, dann braucht man einen Handler. Und diesen Handler möchte ich euch jetzt zeigen. Der nennt sich im Deutschen vielleicht eher Handler. Ja. Also ich habe einfach ein komplett neues Projekt erstellt hier, das seht ihr ja. Und ich setze hier mal die OnClick-Methode auf do something. Nennen wir es einfach do something, genau. So, und jetzt brauchen wir hier natürlich eine Methode, die heißt auch public void do something. Und nimmt eine View. So, ja, okay, in dieser Do-Something-Methode möchte ich einfach, also das ist quasi die Methode, wenn man hier auf dieses Textfeld klickt und dann soll etwas passieren. So, und da möchte ich jetzt einen neuen Thread erstellen mit euch, denn was dieser Thread machen wird, er wird einfach warten, 5 Sekunden lang und oder 10 Sekunden, keine Ahnung. Und dann wird er hier den Text ändern von dieser View. So, sagen wir mal, wir machen das nicht in mehreren Threads. Ich möchte euch das gar nicht, oder doch, ich kann es euch eigentlich vorführen. Ja, dann sagt man einfach hier, okay, wir sagen long future, also Zukunftszeit sozusagen, sagen wir system.current time millis. Und wir sagen, wir warten 5 Sekunden. Ja, und dann sagen wir, solange die Zeit, die wir aktuell haben, system.current millis kleiner ist als die Future-Zeit, solange wollen wir Folgendes tun. Wir sagen zunächst einmal, wir synchronisieren das Ganze, synchronized über this. Das bedeutet einfach, dass unsere App das synchron ausführt, also dass wirklich alles, ja, wie gesagt, halt synchron ausführt. Wenn ihr da irgendwas nicht ganz kapiert, dann schaut euch am besten meine Java-Videos an. Wir müssen natürlich Try and Catch machen, wenn wir hier Wait aufrufen. Also wir legen quasi uns schlafen für die Zeit, die wir hier warten. Ja. Deswegen sagen wir hier, wir wollen so lange schlafen. Future minus system.current millis. Und wisst ihr was, damit man das irgendwie besser nachvollziehen kann, setzen wir das Ganze hier einfach mal so. Unhandled interrupted exception, ja, die wollte ich doch hiermit fangen, du Dödel. Okay, exception. Und wir wollen einfach gar nichts damit machen. Deswegen sagen wir hier, ist mir egal, mach du weiter. Okay. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann habe ich ein Problem. Ich zeige es euch. So, da bin ich wieder. Ja, wenn wir jetzt hier das hier ausführen, ihr wisst, wenn ich hier draufklicke, dann wird einfach nur gewartet. Und ja, wir warten 15 Sekunden lang, ziemlich genau ungefähr natürlich nur. Also es kann ja eine Weile dauern, bis wir hier in diese While-Schleife reinkommen. Deswegen nicht ganz 15 Sekunden, aber circa. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habt ihr so ein kleinen Klick gehört, also den habt ihr nicht gehört, aber ich habe ihn gehört. Und man könnte theoretisch hier noch draufklicken. Da geht aber gar nichts mehr. Das ist echt ein Problem. Ich kann nichts mehr machen. Und dann kommt auch noch das hier. Denn Multithreading ist ein Responding. Das bedeutet so viel wie, ja, was ist jetzt passiert? Es hat sich aufgehängt. Und das ist das, was ihr unbedingt vermeiden müsst. Das ist wirklich furchtbar, wenn ihr sowas habt. Deswegen muss das hier in einen neuen Thread rein. Jetzt kann ich in meinem neuen Thread Folgendes tun. Ich sage einfach, okay, ich kopiere mir das hier mal in meinen Zwischenspeicher. Ihr kennt den Teil ja jetzt. So, ich erstelle in dieser Methode ein neues Runnable Object. Das ist jetzt ein bisschen anders, als ich es in den Multithreading-Videos gemacht habe. Das ist einfach die Kurzschreibweise sozusagen. Ich will keine ganze Klasse machen, sondern ich instanziere einfach Runnable mit new. Das heißt, ich habe hier ein neues Runnable Object und überschreibe die Run-Methode, wie ich es auch schon vorher gemacht habe in einigen Tutorials, habe ich ja sogar gesagt. Und hier in diese Run-Methode kommt dann eben genau das hier rein. Upsala, da sollte eine Zeile raus. So, und dann sage ich hier unten, ich erstelle einen Thread.
T gleich new thread. Und die Run-Methode, die wir ausführen wollen, ist in dem Runnable drin. So, und dann sage ich hier einfach t.start. Okay. Achtung, nicht Punkt Run aufrufen, habe ich dort schon gesagt in den Multithreading-Videos, aber hier auch nochmal, nicht Punkt Run aufrufen, denn wenn wir Run aufrufen, wird einfach nur diese Methode aufgerufen und da passiert nicht viel. Hier wird auch noch wirklich was Neues erstellt und wirklich parallel ausgeführt. Gut. Ja, wenn wir das jetzt starten, dann kann ich hier, upsala, jetzt habe ich mich verklickt, dann kann ich hier draufklicken und ich kann weiterhin hier die Settings aufrufen und sogar noch öfters hier draufklicken und es klickt die ganze Zeit. Und ja, wir hören hier tatsächlich, dass es funktioniert. Es ist wirklich gemultithreaded, es hängt sich nicht auf. Es wird jedes Mal ein neuer Thread erstellt, wenn ich da draufklicke. Das heißt, es wird irgendwann ziemlich intensiv natürlich, aber immerhin crasht es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt cool. Und so funktioniert Multithreading. Das heißt, ihr könnt über einen neuen Thread natürlich viel Arbeit auslagern. Geht natürlich auch über Services, aber Achtung, da braucht ihr teilweise auch einen neuen Thread. Bei einem Intent-Service braucht ihr keinen, bei einem normalen Service braucht ihr auch einen neuen Thread. Und in diese Run-Methode kreiert ihr euch dann eben diesen Service und bindet den und so weiter und so fort. Gebunden wird er außerhalb, klar, natürlich. Ihr fragt dann über dem Service ab, was ihr haben wollt. So. Jetzt wollte ich euch ja hauptsächlich eigentlich in diesem Video die Handler zeigen. Und diese Handler, die sind eigentlich ziemlich cool. Denn ja, mit ihnen kann man sozusagen die Thread-Kommunikation benutzen. Also man kann zwischen mehreren Threads, also dem Thread, den wir hier geschrieben haben, und dem Haupt-Thread, wo die Activity drin läuft, da können wir dann hin und her Daten übertragen. Und ja, genau das kann dieser Handler. Wir brauchen hier einfach, also es ist auch eine abstrakte Klasse, die wir hier irgendwie instanzieren müssen. Das machen wir gleich mal hier oben, denn es ist ja das Hauptthema in diesem Kapitel. So, wir sagen hier einfach Handler. Ja, ich will es importieren. Java util logging, nein, bitte nicht die da. Genau. Natürlich die von Android importieren, nicht die von Java util oder sowas, sondern die von Android. Genau. Wir sagen, wir nennen ihn einfach Handler. Das wird uns sogar schon vorgeschlagen. Das ist ja fortschrittlich. Machen einen Smiley aus Versehen. Schreiben hier New Handler und ja, wir brauchen, nee, es ist gar keine abstrakte Klasse. Wir brauchen aber eine Methode, die wir hier überschreiben müssen. Wir müssen es natürlich noch instanzieren. Überschreiben kann man tatsächlich auch so machen, wie wenn man jetzt hier eine abstrakte Klasse implementiert. Also es geht alles. Man sagt hier einfach, okay, alt einfügen, das kennt ihr ja noch, override methods und dann haben wir hier die handle message Methode. So, die handle message Methode ist, der Händler sagt, er bekommt was, was soll das? Er bekommt was geschickt und er muss sich drum kümmern. Das ist die Handle-Message-Methode sozusagen. Und wir wollen das nicht von unserer Superklasse handeln lassen, sondern wir wollen hier tatsächlich selbst was tun. Wir wollen zum Beispiel, was habe ich am Anfang gesagt, die Text-View ändern. Wir sagen hier, okay, Text-View, Text-View, TXT, hat die denn überhaupt schon eine ID? Ich glaube, die hat. Und das hier könnte ich eigentlich mal wieder wegmachen. Dann habe ich. Ja, sie hat noch keine ID. Nehmen wir sie wie immer Text. Also TXT. So, wir sagen. Nein, das war der falsche. Text View. Find View by ID. RID TXT. Wie immer. Kennt ihr ja zu Genüge mittlerweile, hoffe ich mal. So, und jetzt sagen wir hier, okay, TXT, upsala, Punkt Set Text und da soll die Message reinkommen. Irgendeine Message, sagen wir einfach mal, good job. Ah, Bro. Bro, 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 bro. Okay, ja. So, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie hier drin diese Message kreieren und dann auch das Ganze hier irgendwie aufrufen können. Und das müssen wir natürlich in dem neuen Thread machen. Geht total einfach, also wirklich kein Hexenwerk. Wir sagen einfach hier, nachdem wir gewartet haben, ich setze das mal auf 5 Sekunden runter, sonst warten wir uns zu Tode. Ich glaube, ihr habt verstanden, wann sich's aufhängt und wann nicht. Wenn es in einem neuen Thread ist, hängt sich nicht auf. So, hier sagen wir einfach, okay, Handler oder Handler oder wie auch immer ihr das nennen wollt, Punkt, send empty message, int what? What? So, wir sagen einfach 0 rein und gut ist. So, und wenn wir das Ganze jetzt starten,
dann passiert Folgendes. So, da sind wir wieder. Wenn wir hier draufklicken, dann warten wir erstmal 5 Sekunden und dann steht da Good Job, Bro. Und wir können währenddessen noch weiterhin, also man sieht es jetzt nicht mehr, wenn es geändert wird, aber wir können hier nebenher noch irgendwas anderes machen und es wird automatisch im Hintergrund irgendwas berechnet. Also hier wird natürlich normalerweise nicht gewartet, macht wenig Sinn. Normalerweise will man niemand warten lassen, aber hier wird vielleicht irgendwas berechnet, was 5 Sekunden braucht und danach wird es irgendwie gesetzt. Und über den Händler kann man eben die Daten austauschen. Also man kann diesen Händler von innerhalb dieser Klasse aufrufen, von innerhalb dieses Runnables. Wir könnten sonst diese Textvue nicht aufrufen, denn wir haben nichts dergleichen, was wir irgendwie benutzen könnten. Aber über diesen Händler funktioniert das alles ganz wunderbar. So, also um überhaupt nur darauf zugreifen zu können, auf diese auf die Sachen, die wir hier in Main Activity zur Verfügung haben, also auf diese ganzen View-Teiler, müssen wir schon allein einen Händler erstellen. So, jetzt habe ich euch ja gesagt, Händler sind auch dazu da, um zwischen mehreren Threads Messages zu parsen, also irgendwie hin und her zu schicken. Denn man weiß ja, dass ja, das Schicken von irgendwelchen Daten zwischen den Messages ziemlich schwierig werden kann. Und auch dazu sind Händler gut. Denn die übernehmen das quasi alles für euch. Also da braucht ihr keine Angst haben um irgendwelche Deadlocks oder sonst irgendwas, sondern die übernehmen das wirklich alles für euch. Man sagt einfach, okay, wir brauchen eine Message, die unser Händler jetzt schicken soll. Und ja, wir sagen einfach, das Ergebnis von irgendeiner schwierigen Berechnung wird da jetzt rüber gepasst, natürlich, wie das so standardmäßig üblich ist. Ich sage jetzt hier einfach mal MSG. So, und hier sagt man jetzt einfach, Achtung, es ist eine Static-Methode, es ist eine Methode vom Händler, nicht von euch. So, man sagt hier Punkt Obtain Message. Nun, jetzt haben wir für Obtain Message schon mehrere Sachen zur Verfügung. Ich würde euch einfach immer, oder ja, wenn ihr irgendeine leichtgewichtige Version haben wollt und einfach nur zwei Integer schicken wollt, dann nehmt ihr hier int arg1, int arg2, int what ist immer dabei. Das ist dann einfach sozusagen eine Identifikation, was ihr geschickt habt. Da könnt ihr dann drüber switchen. Also ihr sagt dann hier switch über msg.what und da kann man dann halt dann sagen, okay, wenn er uns 0 geschickt hat, dann wissen wir, es handelt sich um String. Wenn er uns 1 geschickt hat, handelt es sich halt um, keine Ahnung, irgendein komplexes Objekt, was ihr euch erstellt habt. Deswegen ist what immer dabei. Wie gesagt, wenn ihr was Leichtes haben wollt, dann nehmt ihr die mit den zwei Integern. Das ist wirklich nicht viel. Ansonsten nehmt ihr die mit dem Objekt. Verzieh dich jetzt mal. Mann, also ich sage hier einfach mal 42. Das ist wie gesagt relevant, wenn ihr mehrere Sachen hier irgendwie habt, damit der Händler weiß, um was es geht. Ansonsten nehmt ihr hier einfach den Händler.obtainMessage und hier macht ihr dann irgendein Objekt rein. Also das kann ein String sein, das kann aber auch eine Activity sein, das kann jegliches Datenobjekt sein, so groß wie ihr wollt. Also es ist wirklich alles freigegeben, hier einfach ein Object reinzustecken. Also zum Beispiel, ich könnte hier R reinstecken, was ein bisschen schwierig wäre, weil ich gerade in R drin bin. Aber sagen wir einfach mal, ich möchte hier einen String reinstecken, denn ich möchte am Schluss eine Nachricht hier setzen. So, Hi from Fred. Na, von Fred X. So, jetzt haben wir die Nachricht und jetzt hat diese Nachricht auch wieder eine Methode, nämlich Message.sendToTarget. Und damit schickt ihr das automatisch hier rüber. So, jetzt müssen wir hier natürlich das hier noch anpassen. Wir wollen, dass hier diese Nachricht geschickt wird. MSG.Object ist das, was ihr hier geschickt habt, also das Objekt hinten dran. Das kann wie gesagt alles sein. Und wenn ihr wisst, was es ist, dann könnt ihr das hier gerne casten. Und das wird eben meistens über dieses What gemacht. Da wird einfach für 1, 1 steht dann für String, 2 steht dann für was weiß ich was. Und dann weiß man, okay, man kann zum String casten, ist alles okay. Und wir können den Text hier setzen. So, jetzt brauchen wir allerdings noch eine Sache in unserem Händler hier oben. Wir sagen hier looper.getMainLooper und schon sind wir fertig. Durch diesen Looper können wir hier halt auf diese ganzen Sachen zugreifen. Okay, so, wenn wir das jetzt ausführen, dann können wir von Thread R bzw. T können wir tatsächlich eine Nachricht an unseren Looper schicken und wir wissen, dieser Looper, der hat Zugriff auf alles Mögliche, was wir in dieser Main Activity haben. Das heißt, wir können auch in irgendwelchen Button-Click-Methoden darauf zugreifen. Ja, coole Sache das Ganze. Ich klicke jetzt einfach mal drauf und demonstriere das euch. Wir warten natürlich wieder die 5 Sekunden und dann kommt Hi from Fred X.
Thread X ist natürlich jetzt das hier und ihr seht, wir haben erfolgreich eine Message zwischen rein gepasst. Gut, damit wären wir am Ende von unserem Multithreading-Video. Das wird hierzu das einzige sein. Wenn ihr mehr zu Multithreading wissen wollt, dann schaut euch meine anderen Videos an. Unter Java findet ihr da mehr. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.